Ja, das geht hier bei uns einfach weiter los. Ich möchte das nochmal erinnern, damit man nochmal genau was los, weiß, was los ist. Und wir kamen jetzt auch noch nicht dazu, weil die Miesbach quietscht immer wieder auf. Ne? Weil jetzt hat sie uns was an der Tür geklebt, irgendwie von der Hausordnung oder so. Das ist eine bodenlose Fläche. Das ist eine bodenlose Fläche. Ich möchte sofort, dass die GmbH aufgelöst wird. Und ich möchte sofort die Entschädigung von der GmbH. Und das ist genauso eine, die irgendwie von irgendwelchen Genossen vom Ostblock kam. So eine kleine Bevorzugte, die dann hier rüberkam, die hier was gegründet hat und von allen unterstützt wird. Damit sie sich hier hält und damit sie hier schön Geld verdient in Deutschland. Und das andere wird niedergehalten und zur Not hat sie auch Drogen. Und sie hat schon, das ist nicht das erste Mal, da ist Routine gewesen. Sie hat schon hier einige andere erledigt, die sich nicht wehren konnten. Oder nicht? Und sie war auch vorher in unserer Wohnung und hatte alles schön manipuliert, von der Heizungsableseröhrchen und so alles im Vorfeld, was der Kopsch ja auch gemacht hat die ganzen Jahre. Wir haben ein paar Fotos, die wir oben gesichert haben. Wir sind bloß noch nicht dazu gekommen, da irgendwas zu veröffentlichen. Also wir haben einige Fotos, wo wir es auch nachweisen können. Auch im Sommer haben die Heizungsröhrchen abgenommen und die Blomben waren immer zu und heil. Und also wir gehen nicht dabei, wir wären ja doof und das sollte jeder begriffen haben, dass ich nicht sowas mache. Und ein Glück, dass Manova jetzt, sagen wir, neutral ist. Man kann nicht sagen auf unserer Seite, aber auch Sie werden sehen, dass wir da nichts manipuliert haben. Und dass wir, obwohl Manova die Jahre unser Gegner war, da ganz fair mit Manova umgegangen sind. Wie Manova, wie wir heute wissen, mit uns auch sehr, sehr fair umgegangen ist. Und nochmal, ne, also Manova hat nie gegen uns gearbeitet. Das hat man uns nur vorgespielt. Aber eben auch so gut, ja, man hat schon gesagt, warum haben wir nicht abkassiert? Ja. Weil das passt da alles und, aber nee, sowas machen wir nicht. Absolut nicht, ich denke nicht daran. Ich denke nicht daran, mich verdrehen zu lassen für irgendwas. Absolut nicht. Und das sollte doch jeder erkannt haben, weil wie vermögend wir wirklich sind, sollte einigermaßen erkannt haben, ein paar Millionen zu reichen auch schon. Und wie wir hier leben müssen, ne? Das sollte jeder erkannt haben, dass im Kopf doch bei uns einiges anders läuft. Weil jeder von diesen Neureichen oder so, der würde ja total durchdrehen, wenn er so leben müsste, wie wir leben müssen. Und wir laufen hier in den letzten Lumpen rum, weil wir jetzt wieder für Internetsticks und so investieren müssen, damit wir im Internet sind, ne? Und mehr zahlen müssen und so. Und jetzt mit dem Computer, das fehlt uns alles, was wir sonst in eine Wohnung und so investieren müssen. Und wir kriegen nebenbei keinen müden Euro rein. Wir kriegen absolut keinen müden Euro. Das möchte ich auch nochmal sagen. Nicht wieder? Ja, genau. Wir haben nichts weiter. Das ist alles nur von unserem Geld, was wir hier machen müssen. Natürlich sparen wir, weil wir müssen im Internet bleiben. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste, dass wir es haben. Und ja, da sind wir eigentlich mal nur dankbar, dass wir ruhig geblieben sind und cool geblieben sind. Na, vielleicht haben sie auch einiges durchgelesen, haben gleich gemerkt, na, das kann eigentlich kein Blödmann sein. So schreibt nämlich so einer nicht. Und ich möchte das auch nochmal sagen, also geistig Behinderte würden das gar nicht aushalten. Würden noch nicht mal ein Ding aushalten, was man hier gegen uns macht. Und geistig Behinderte können darüber gar nicht reden und würden auch niemals sagen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben oder ein bisschen dumm sind und so. Weil sie wollen natürlich in der Gesellschaft anerkannt sein und das geht wohl ganz anders als gegen geistig Behinderte. Das ist ganz schlimm. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.